Sehr geehrte Damen und Herren, sehr verehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Liederabend. Durch Aneinanderreihen von Motiven, Satzgliedern und Sätzen entstehen größere, abgeschlossene Gebilde, die Liedformen. Damit gehören sie zu unserer Hochkultur. Ich zitiere: Hochmut. Der Hochmut. 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 Lateinisch superbia. Ist eine Haltung der Welt gegenüber, in der Wert, Rang und Fähigkeit der eigenen Person vorab alle Erfahrung und Bewährung hoch geschätzt werden. Ich zitiere: Zorn gilt als eine weitere der sieben Todsünden. Der Zorn, lateinisch Ira, thank you.
Völlerei. Völlerei, auch Fresssucht, Gefräßigkeit, Maßlosigkeit und Unmäßigkeit ist gemeinhin bekannt als die sechste der sieben Todsünden. Die Völlerei, lateinisch gula, solange keine äußere Kraft auf sie einwirkt. Die Trägheit wird durch die träge Masse quantifiziert. Newton sah die Quelle der Trägheit in einem Dreieck. Unter Neid versteht man das emotionale Verüben der Besserstellung konkreter anderer. Ähnlich, aber ungebräuchlicher ist der Begriff Missgunst. Will man Neid rechtfertigen, so ist eher von einem Streben nach Gleichheit die Rede. Wie andere Gefühle auch, hat der Neid Vorteile von dem, der ihn hegt. Eides ist mit ihm jemand, der Neider, den ein Besitztum oder Vorzug anderen auch unbewusst kränkt, ein Minderwertigkeitsgefühl ausspricht.
entsteht, lebt und wird rezipiert im Spannungsfeld von Gefühl und Verstand, Inspiration und Handwerk, Entdeckung und Erfahrung, Naivität und professionelle Ausbildung, Neuorientierung und Traditionsbewusstsein.